Liebe von hier ist euer Steinwallen. Und da sind wir wieder im Frieden. 257 vor Christus. Unsere Karthager haben hier einen längeren Krieg gewonnen und große Besitztümer im Süden von Iberien dadurch erhalten. Gut, das heißt, wir können uns erstmal hier ein bisschen mit den neuen Provinzen beschäftigen. Ich glaube, Malakitien, da hatten wir einen Teil davon schon. Wir sind hier bei der kulturellen Assimilation. Das scheint nicht so gut zu gehen. Wobei minus 0,08. Das finde ich noch ganz okay. Welche Region ist das eigentlich? Wie heißt denn die Region? BTK. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, wir werden eine weitere Garnison hier stationieren. Und zwar wirklich nur aus leichten Truppen in BTK. Ja, um hier so ein bisschen die verschiedenen Gouverneurspolitiken zu unterstützen. Dazu müssten wir natürlich wieder unsere Manpower anzapfen. Aber ich glaube, das ist die Sache wert. Okay, die Frage ist, können wir das eigentlich hier rekrutieren? Ist das egal? Wartet mal, wir gucken mal hier ins Menü. So, Kohorten rekrutieren. Ich würde gerne tatsächlich nur diese Scharmützler haben. Ja, machen wir das mal. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann nehmen wir noch 4 Schleuderer. 9, 10, 11, 12. 12.000 Mann soll diese Garnison umfassen. So, gut. Das ist die erste Armee, die bleibt auch erste Armee. Die Frage ist, wo wir sie stationieren. Ich würde sagen, ja. Karthago Nova, da steht schon die andere Garnison. Aber die will ich auf keinen Fall. Hier kommen wir ja nicht hin, ne? Ohne die Flotte zu nutzen. Ist irgendwie, ja, kein so toller Standort, aber wir schicken sie mal dorthin. Dann will ich noch was anderes machen. Dann will ich diese Söldner direkt mal überschiffen, denn wir müssen uns möglicherweise gegen Barbaren hier wehren. Aber vorher will ich noch weiter mit den Provinzpolitiken machen. Also das lasse ich mal mit der kulturellen Assimilation. Ich glaube, das können wir kompensieren, wenn wir dort eine Garnison haben. Wir haben hier 0,0 mit lokaler Autonomie. Gut, dann lassen wir das auch. 0,0 können wir auch lassen. Das haben wir schon länger. Reichtum kann von mir aus so bleiben. Hier haben wir minus 0,11. Ja, wir schauen uns das erstmal an, wie das aussieht mit der Garnison, wie weit das da noch runtergeht. Dann entscheiden wir das möglicherweise nochmal neu. Brauchen wir eigentlich hier einen neuen Gouverneur? Nein, hier ist schon Tertius Resius als Statthalter. Okay, gut. Unruhe minus 1 macht er. Das ist natürlich auch wichtig. Gut, dann brauchen wir hier in den neuen Provinzen gar nicht so viel zu machen. Wir haben ein Omen und ich wähle jetzt wieder den Segen von Baal, um die aggressive Expansion schneller runterzutreiben. So, das ist nämlich das, was wir jetzt hier insbesondere wollen. Dann, okay, mit den Armeen sind wir dabei. Beziehungsweise du kannst hier mal runtermarschieren. Das sind unsere beiden Söldner, die bleiben auch Söldner erstmal mit verschiedenen Einsatzgebieten, beziehungsweise ja, wir warten auf den nächsten Krieg. Über den reden wir demnächst noch. Jetzt will ich mich aber erstmal mit den Festungen befassen. Wir haben hier nur eine Festung geerbt. Die kann da bleiben. Die finde ich eigentlich ganz gut. Das haben wir gesehen, wie interessant das ist. Dann haben wir hier eine Festung, wenn ich das richtig sehe, aber die hatten wir, glaube ich, schon vorher. Ne, die haben wir bekommen, ne? Die ist in den Hügeln. Die finde ich gut. Hier oben, die hauen wir weg. Die brauchen wir nämlich. Die Hügelfestung bleibt. Die kann da auch bleiben, ja. Und der Rest, hier unten ist nichts Neues hinzugekommen. Der Rest ist in Ordnung. Das haben wir schon geprüft. Hier haben wir eine Festung, die, glaube ich, nicht nötig ist. Das können wir abreißen. Ja, da spart man schon durchaus gehörig Geld. Okay, dafür habe ich gesehen, finde ich, sollten wir in Korsika jetzt auch mal eine Festung bauen, denn wir werden bald gesamt Korsika kolonisiert haben. Und ich glaube, hier ist ein guter Ort. Hier, das sind sogar Berge. Machen wir das mal hier, diese Festung. Zahlen wir mal die 90. Gut. Dann können wir direkt mal gucken. Wir haben hier 9. Das heißt, wir brauchen nur noch einen hier rüber schicken. Und dann hätten wir schon
die Möglichkeit, wieder zu kolonisieren. Also kommst du nach Ropikon. Und dann müsste hier die Kolonisierung möglich sein. Jawohl. Sehr schön. Dich siedeln wir um. Und dann fehlt dort nur noch diese eine Provinz. Und auch hier gucken wir mal. Wir haben 5, 6, 8. Hier fehlen also noch 2. Was haben wir hier? Wir können auch Stammesleute. Aber am besten, am billigsten sind ja aber Sklaven, fällt mir ein. Nach Pauka. Eben hätten wir auch Sklaven nehmen sollen. Das wäre besser gewesen. Haben wir hier noch? Ja. Nach Pauka. Okay, dann sind hier auch 10. Dann müsste auch hier die Kolonisierung möglich sein. Jawohl. Okay, damit ist ganz Korsika jetzt in unserer Hand. Hier müssen wir angreifen. Aber, naja, ist eine Möglichkeit. Müssen wir mal gucken. Ist eine Möglichkeit. Das könnten wir mit Söldnern durchziehen. Wir bräuchten bloß einen Kriegsgrund. Das ist so ein bisschen das Thema. Ja. Wobei wir Redekunst inzwischen ganz gut dabei haben. Stichwort Redekunst. Der Senat ist jetzt, wo Frieden ist, einverstanden damit, das Seerecht zu ändern. Und jetzt werde ich das tun. Ich werde die niedrigen Importzölle einführen. So, das gibt uns in der Hauptstadt eine Importroute. Die Senkung der Steuern auf importierte Waren wird wahrscheinlich die Zahl der Händler erhöhen, die in unseren Häfen Geschäfte machen wollen. Wir sollten die Kosten sorgfältig abwägen. Ja, und wir können jetzt bloß keine Handelsroute machen, weil wir keine Zivilmacht haben. Da müssen wir leider noch mal ein bisschen abwarten. Okay, dann würde ich sagen, ich bin immer noch nicht zufrieden mit dieser Sache, dass wir die dort stationieren. Nee, das machen wir nicht. Gefällt mir irgendwie nicht. Wir stationieren sie hier. So. Jetzt schauen wir mal, ob die Barbaren uns irgendwie bedrohen. Die Armee können wir da schon raufziehen. Ach, ich dachte, sie käme von dort rein. Geht aber nicht. Nur über den Hafen. So, dort bilden sich jetzt hier gleich die neuen Truppen, die wir dann zusammenziehen zur neuen Garnison. Oh nein, und wir haben eine Sklavenrebellion. Die raue Behandlung der Sklaven in Kalakte und ihre hohe Anzahl haben dazu geführt, dass sie sich gegen ihre Herren erhoben haben. Sie fordern, dass ihnen ihre Freiheit gewährt wird und dass ihre ehemaligen Herren bestraft werden. Die Nachricht über diese Revolte verbreitet sich schnell, bei einigen weckt es Hoffnung und sie fassen Mut, bei anderen schürt es Angst um Leben und Besitz. Okay. Das ist doof. Wir haben jetzt 10 Jahre lang im ganzen Land Unzufriedenheit bei den Sklaven. Das ist natürlich richtig, richtig doof. Damit habe ich jetzt nun gar nicht gerechnet. Wo ist jetzt eine gegnerische Armee? Kalekte, wo gibt es schon wieder Ärger? Es sind schon wieder diese... Also das ist doch verrückt. Wir müssen uns das mal angucken. Was ist hier los? Also die sind jetzt alle natürlich abgehauen, deswegen... Können wir nicht sehen, wie es hier mit der Zufriedenheit aussah? Okay, wie gehen wir gegen die vor? Wir haben hier... Ja, wir haben hier unsere zweite Armee. Das ist überhaupt kein Problem. Mit einem großartigen General an der Spitze. Die werden die Sklaven hier niederschlagen. Ist natürlich ein wirtschaftlicher Verlust. Muss man einfach mal so sagen. Wenn die Sklaven sterben. So. Wir lassen erstmal die eine Armee da wegmarschieren. Dann können wir die besser zusammenfassen. So, jetzt. Trefft euch erstmal hier. Dann sehen wir weiter. Warum? Habe ich nur 11 Armeen ausgewählt? Irgendeine habe ich nicht. Oder kommt vielleicht noch einer? Festung wird belagert. Ja, gut, dass wir da eine Festung haben, die auch noch betrieben wird. Eigentlich habe ich überlegt, ob ich den Festungsunterhalt runterdrehe, um Geld zu verdienen, aber ich habe das Gefühl, hier kommen doch häufiger Probleme und dann ist man sehr, sehr froh, wenn man funktionierende Festung hat. So, ihr solltet hier anlanden.
Das war diese Idee. Habe ich mich verzählt? Ah, wisst ihr was? Hier ist einer einfach dazu geschlüpft. Das waren doch nur 12.000 hier. Das ist ja eine Frechheit. Da werden wir mal hier anhalten. So viel Ordnung muss sein. Das wollen wir nicht. Halbieren, neue Einheit erstellen. Das war definitiv eine leichte Infanterie. Ja. Die nehmen wir da wieder raus. Okay, jetzt könnt ihr dort an euren Standort gehen. Gut. So, jetzt kommt es zum Kampf gegen die Sklaven. Aber unsere Elite-Armee macht sie einfach fertig. So, was tun wir mit der Sklavenrevolte? Wir haben der Rebellion herrenloser Sklaven in unserem Land ein Ende gesetzt. Okay. Entweder das kennen wir schon, deswegen lese ich nicht alles vor. Entweder statuieren wir ein Exempel. Die Zufriedenheit der Sklaven sinkt weiter. Die Zufriedenheit der restlichen Leute steigt. Oder wir machen eine Amnestie. Und 5 überlebende Sklaven werden in der Hauptstadtregion angesiedelt. Und wir sind 15 Jahre lang sicher von neuen Sklavenrevolten. Tja, die Frage ist, also auf Vernunftsgründen würde ich das vermutlich tun. Der hat da keine... Ja, wir machen das. Lasst uns Nachsicht zeigen. Ist eigentlich eine relativ simple Art, das Problem zu lösen. Ein Sklavenaufstand niederschlagen und dann ist die Sache mehr oder minder geritzt. So, kümmern wir uns jetzt hier um diesen Kram? Erst wenn sie zu uns rüberkommen, würde ich sagen. Und ich glaube, von denen haben wir nicht allzu viel zu befürchten. Man weiß es nicht, ne? Wir holen sicherheitshalber die zweite Söldnerarmee auch noch rüber. Sicher ist sicher. Bumil Kamatanit ist an einer schweren Entzündung. Oh, er ist Scheffert und ein... Achso, nur Scheffert ist er gewesen. Ein Freund des Admirals. Das heißt, wir brauchen aber einen neuen. Ja, das ist immer so ein Posten. Geben wir ihm vielleicht mal Paltibal Gisco. Wird die Militärfraktion wieder ein bisschen stärker. Das könnte auch mal wieder ganz gut sein. Nicht, dass mir hier die religiöse Fraktion zu dominant wird. Das ist auch nicht unbedingt in unserem Sinne. So. Halt, nein, ihr sollt jetzt mal alle zusammenkommen, bitte. Und es gibt weiteren Handel, sehr schön. Unbedingt annehmen. Ja, die Barbaren sind dann noch am Belagern. So, okay, das ist jetzt unsere neue Garnison. Wollen wir die dort stationieren? Das ist auf jeden Fall im richtigen Gebiet. Halt. Wir können aber auch irgendwie sie hier in eine der Hauptstädte schicken. Finde ich vielleicht noch ein bisschen besser. Aber wir können sie auf jeden Fall schon mal der Region zuweisen. Und mal gucken, was das jetzt für einen Effekt hat. Lokale Truppen minus 4,68. Das ist aber echt viel. Da hat sich das gelohnt, so eine große Garnison hier einzurichten. Da gucke ich doch jetzt gerade mal, was das bedeutet. Wir sind jetzt hier auf plus 0, oh, ist ja großartig. Sehr schön. Das heißt, wir können vielleicht sogar hier mit gutem Gewissen auf kulturelle Assimilation gehen. Ja, das würde ich tatsächlich überall machen. Das kostet uns jetzt Redekunst. 78, 78... Bevölkerung ist gleich groß. Aber das lohnt sich hier mit Sicherheit. Ja, hier können wir es jetzt nicht mehr machen. Müssen wir noch ein bisschen warten. Oh ja, ich denke, das zahlt sich aus, dass wir da die Garnison jetzt haben. Langfristig. Wir haben bloß kein richtiges Einkommen. Das ist echt ein bisschen ein Problem. Wir brauchen wieder mehr Handel, aber das kommt. Unedle Metalle, weitere. Machen wir natürlich. Ich hoffe, jetzt kommt monatlich mal wieder so ein neuer Handelsvertrag rein.
Das lohnt sich dann durchaus. Ja, es geht. Das ist echt so ein Thema. Na, gegen die will ich übrigens Krieg führen. Ah, die bringen uns sogar einen zusätzlichen Leder. Genau. Naja, vielleicht führen wir doch nicht gegen die gleich Krieg. Müssen wir mal sehen. So, was machen die Barbaren hier? Die Barbaren wurden geschlagen. Ziehen woanders hin. Dann brauchen wir die möglicherweise dort nicht mehr. Vielleicht machen wir doch diesen Krieg zuerst. Aber jetzt haben wir natürlich die ganze Redekunst ausgegeben. Weil hier hätten wir nämlich noch teilweise Kriegsgründe. Und wo sind die? Vorhin hatten die noch keine Bündnispartner. Ah, okay. Ups, es läuft weiter. Die sind allerdings zu groß. Nee, die schaffen wir nicht, die beiden großen. Da müssen wir uns sowieso nochmal umsehen. Skandal. Skandale sind leider Alltag im karthagischen Senat. Normalerweise ignorieren wir solche kleinlichen Streitigkeiten einfach. In diesem Fall allerdings wurde der geschätzte Hostus Hortensius in Flagranti mit seiner Liebhaberin Tamar Hieramit erwischt. Und zwar von seiner Gemahlin Mutunbal Mago. Mutunbal Mago, die Gemahlin, appelliert nun von Verzweiflung überwältigt an den Senat, dass Hostus Hortensius als Strafe seines schamlosen öffentlichen Lasters des Amtes enthoben wird. Er ist Augur, und zwar ein extrem guter Augur, Oberhaupt der Hortensi-Familie. Sehr loyal, sehr bekannt. Wenn wir das machen, bekommt die Populistenfraktion Unterstützung. Wir verlieren Beliebtheit. Also wenn wir das nicht machen. Haben wir denn eine Alternative zu diesem Auguren? Wir gucken mal. Können wir uns das angucken? Ja. Wir haben einen Neuner. Wie alt ist der? Der ist 68. Ist der noch fit? Oder schaut mal, der stirbt sowieso bald. Der lebt vielleicht noch ein Jahr. Nee. Aber wir können ihn auspeitschen. Das ist eine gute Sache. Dann bleibt der Augur, verliert zwar Loyalität, und wird vielleicht verwundet. Stirbt dann noch ein bisschen früher, aber vielleicht haben wir dann ein paar Monate auch was von ihm. Wir lassen ihn auspeitschen. Eine weise Lösung. So, ich bin jetzt ein bisschen unentschlossen, was wir als nächstes tun werden. Es gibt nicht so viele Optionen. Also wenn wir zumindest dort, dort, wo wir Kriegsgründe haben, das sind gar nicht mehr so viele. Ich glaube, hier haben wir auch keinen Kriegsgrund, ne? Nee. Das heißt, wir können hier unten noch angreifen und die sind alle, das sind beides Tributstaaten von Uretanien. Und Uretanien wird wieder ein unangenehmer Krieg, wenn wir die angreifen sollten, weil die haben, gucken wir uns das kurz an, die haben drei Verbündete. Das heißt, das sind diese vier Länder plus dann ein dieser Tributstaaten, wenn wir die dann auch noch angehen. Oder wir greifen halt Uretanien direkt an. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir gucken uns mal kurz an. Die haben 31 Kohorten. Die haben 23. Oh nee. Oh nee. Die haben 17. Die haben 14. Wisst ihr was? Wenn ich mir das so anschaue, dann ist es, glaube ich, doch am klügsten, hier jetzt in Sardinien erstmal aufzuräumen. Da haben die sogar unsere Religion. Das heißt, davon profitieren wir doch noch relativ stark. Wir holen die auf die Schiffe und fahren die Söldner rüber nach Sardinien. Die Frage ist, ich denke, wir schaffen das mit zwei Söldnerarmeen. Da brauchen wir nichts weiter, meines Erachtens. Oh ja, jetzt kommt der Handel. Ich habe das Gefühl, im Frieden kommt mehr Handelsangebote. Und das ist das, was ich vorhatte mit dem Honig. Diplomatische Reputation, sehr gut. Jetzt geht das auf, was wir geplant haben. Endlich. Okay, die Armee landet hier. Hier geht auch auf die Schiffe. Und
Wir landen. Ja, ist eigentlich egal, landen wir mal da oben. Okay, wir haben übrigens noch relativ viel Religionsmacht. Aber ich will das jetzt mal aufsparen, um wieder auf Stabilität 3 zu kommen. Das ist, glaube ich, doch ganz gut für Forschungspunkte und Steuern und so weiter. Vielleicht können wir dann mal ein bisschen Gewinn erwirtschaften. Im Moment bin ich wirklich ein bisschen unzufrieden mit unserer Bilanz. Und ich sehe, wie gesagt, nicht, also ich finde es zu riskant. Es wäre so cool, wenn man die Festungsunterhalt wieder separat runterstellen könnte. Aber komplett das zu machen, dazu haben wir zu viel unsichere Grenzen mit Barbaren etc. Das gefällt mir einfach nicht. Will ich nicht gerne machen. So, wir können eine Erfindung machen. Wollte ich die Zivilmacht für was anderes nutzen? Ich wollte, glaube ich, gern noch... Oh, jetzt ist der Fraktionsführer gestorben. Mit dem wir uns, mit dem der Alte so 40 befreundet hatte. Ja, hat doch ein ungewöhnlicher Unfall. Er hat noch lange gelebt, hätte ich nicht gedacht. Müssen wir ein Amt besetzen? Sieht nicht so aus. Was ich jetzt machen wollte, ich wollte eigentlich noch die Handelsrouten, die offen sind. Oh ja, natürlich! Karthago, die Handelsroute. Da wollte ich jetzt Fisch, dass wir den Überschuss haben. Überschuss in der Hauptstadt. Zufriedenheit, freie Männer. Plus 5%. Das ist echt wichtig. So, und das holen wir aus unseren eigenen Gebieten. Ich will jetzt keine Unsicherheit mehr. Oh ja, das ist ein großer Meilenstein, hervorragend. Und wo sollten wir noch was holen? Wo gibt es mehr Bevölkerung? Hier haben wir 47. Ne, 78, 47. Das heißt, hier wäre es tatsächlich sogar wichtiger, wie mir scheint. Ja, dann gucke ich mal, was hier besonders gut wäre. Also gut ist immer Getreide. Strategische Ressourcen brauchen wir eigentlich nicht. Gucken mal hier. Bevölkerungszufriedenheit, Sklavenzufriedenheit, Festungsverteidigung wollen wir auch nicht haben. Versorgungslimit ist unwichtig. Rekrutierungsgeschwindigkeit ist auch doof. Handelswert brauchen wir auch nicht. Ja, ich tendiere dazu, entweder so ein Zufriedenheitsding, Sklaven oder freie Männer. Dazu müsste man mal wissen, wie viel wir haben. Sklaven lohnt sich nicht. Freie Männer haben wir 21. Ja, machen wir das mal. Tun wir was Gutes für die freien Männer. Ja, Wein. Aus den eigenen Gebieten. Okay. So, und was ich noch machen will, war Religionsmacht. Mit Religionsmacht konvertieren. Denn wir haben wieder ein Suffet aus der Religionsfraktion. Aber, liebe Leute, das machen wir das nächste Mal. Genauso wie wir diesen Krieg hier führen werden. Und zwar nicht mit der sardinischen Garnison, sondern mit diesen Söldnern, die sich hier schon mal in Stellung bringen, während die hier gleich ankommen werden. Genau. Wir müssen natürlich noch ein bisschen wachsen. Und vor allem aggressive Expansion. Obwohl, geht 0,25 zurück. Das ist sehr, sehr gut. Okay, liebe Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Genau. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.